So Leute, recht herzlich willkommen zurück zu Asterix Obelix Season 2. Eigentlich wollte ich gerade nicht noch eine Folge aufnehmen. Ja, ist jetzt direkt im Anschluss. Aber leider dachte sich das Spiel so, jo, ich lasse dich nicht mehr zurück und hier ist kein Safe Point. Was habe ich jetzt keine Speicherstation wirklich gefunden. Und ja, bevor ich dann irgendwie wieder nichts speichern kann und also mal neu machen muss, ne? Das war jetzt richtig dämlich, dass ich das eingesammelt habe. Egal. Machen wir es einfach nochmal, ja? Wir versuchen es einfach nochmal hier. Blöde Kackstelle, ja, ich krieg das blanke Kotzen von dieser Stelle, bin ich ganz ehrlich so. Euch bumse ich jetzt hier. Ja, so, da ist eigentlich ein Diamanthelm, aber der ist gerade nicht zu sehen. Frag mich nicht, warum. Mann. Ich hasse diese Stelle. Das geht doch gar nicht, dass da niemand durchkommt. Das geht einfach nicht. Ich baller jetzt wieder jeden Einzelnen ab, glaube ich. Ich glaube, da bin ich erfolgreicher. Boah, Alter, diese Verzögerung. Scheiß die Wand an. Ich hasse das. Ich hasse diesen Abschnitt. Bams. Ich komme halt echt nicht auf diese Verzögerung klar, ne? Meine Fresse. Ja, komm, genau. Treff mich, du dummes Stück. Alter, ich werde hier noch zum Horst, Alter. Ich krieg noch zu viel. Die haben einfach alle aufs Maul gegeben. Das ist so übertrieben. Verzögerung des Todes, ey. Da kannst du machen, was du willst. Die geht auch irgendwie ganz automatisch mal in Richtung. Oh. Kann ich die mit Hand erledigen. Dauert länger, aber sicherer. Alter, das ist doch echt nicht wahr. Muss ich da absteigen und erstmal Leben farmen, oder was? Oh, ich krieg das Kotzen. Tschüss, ich verbiss mich. Ist das ätzend, ne? Das ist unglaublich, ein unglaublich ätzender Abschnitt. Habt ihr euch alles schön verpisst, ihr Scheißgegner, und kommt erst wieder, wenn ich hier raufsteige, ne? Das ist richtig, Leute. So ist es richtig, ey. Ich mir aber sofort aufs Maul geben. Alter. Yo. Jetzt ist hier aber die komplette Reizüberflutung. Da kannst du gerade. Ja, da kannst du nichts machen gerade. Ich bin tot. Alter. Was für eine ätzende Rotzscheiße. Saubere Arbeit, hey. Das haben sie verdient. Meine Güte. Ich weiß immer noch nicht, was das hier soll. So, du behinderter Scheißrömerhelm. Ich will dich jetzt haben. Ich hasse dich. Warum? Warum? Warum bist du nicht da? Warum tust du mir das an? Ah.
Hey, Jo! Ich komm da nicht mehr rauf. Oder was? Ist das euer verschissener Ernst? Ich komme da nicht mehr rauf. Na, das ist ja... Moment mal, ich muss das Wasserrad runterlassen. Ich muss ja das Wasser runterlassen, damit Obelix da auch ziehen kann. Okay, macht Sinn. Ich habe nichts gesagt. Ich kenne die Kanzin. Ich habe sie 27 Mal gesehen. Jetzt lass mich doch nicht... Das macht mich gerade als wie ein bisschen zornig, ne? Ihr merkt schon. Es ist noch kein komplett... kein kompletter Rage. Warum kümmern mich eigentlich um diese Typen? Die machen eh nichts. Es ist noch kein kompletter Rage, aber... es dauert nicht mehr lange. So viel sei gesagt. Bis ich wirklich so komplett die Fassung verliere. Bis hier mein Controller durch die Gegend fliegt. Ich glaube, ich muss mal niesen. Ich ist auf der Mauer langgelaufen. Meine Fresse! Oh, das ist unglaublich befreiend, immer so ein Nieser, ne? Ich liebe es zu niesen, weil man dann einfach so frei ist. Nein! Nein! Leckt mich am Arschloch! Das kann nicht wahr sein! Ich hasse euch! Leck mich am Arsch! Du, genau, so, du dummes Stück Kot. Meine Güte! Ja, was bringt mir das denn? Da oben sterbe ich doch eh gleich wieder vor mich hin. Oh, ich hasse das. Ich hasse das Piratenfahrzeug. Ich habe mich richtig darauf gefreut. Aber bisher ist es nur eine einzige Rotze. Wollen wir ganz ehrlich sagen. Tut mir auch ein bisschen leid. Wie komme ich da zum Teufel ran? Ich weiß wie. Alles klar. Ich weiß wie. Mit dem Pac-Man. Pac-Man, komm her. Ich hab noch ein Leben, ne? Das kann ich vergessen. Irgendjemanden verprügel ich gleich. Sei es meine Eisteeflasche, die noch fast... Boah, ich krieg gerade richtig Kopfschmerzen. Das heißt, ich krieg so Nasenschmerzen. Mein Nasenbein tut gerade total weh. Ah! Da bildet sich bestimmt gerade ein Tumor. Oh. Halt dein Maul, du dummer Pac-Man-Gegner. Ihr seid alle das pure Böse. Was ist denn hier los? Ich darf nicht mal in der Nähe von denen stehen, da werde ich sofort von allen Seiten Die geben es mir gleich in alle Löcher, ne? Das ist echt nicht feierlich. Mein Nasenbein tut weh. Nasenflügel. Mann, ihr wisst, was ich meine da. Dieses kurze Spitze da. Nasenflügel nicht. Nasenbein ist schon richtig. Quietsch, 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 quietsch. Halt's Maul. So, Pac-Man-Gegner. Jetzt fick ich dich. Jetzt habe ich genug. I've heard enough. So, der Sprung am Leuchtturm. Ja, ich habe auch gleich einen Sprung in meinem Gehirn. Oder in meinem Nasenbein. Oh. Oder eine Schüssel, das vielleicht auch. Mann, Alter. Das ist einfach so unglaublich verzweifelnd. So, jetzt habe ich hier alles. Ne? Den Kotzabschnitt geschafft. Jetzt kann ich da rein. Den Block rausholen, ihn da raufschieben. Und da hinten reingehen. Oh, ich krieg sogar noch ein Ding dazu. Das ist ja, ne? Hier, Luigi findet das gut. Das habe ich gesagt, weil da ein L draufsteht. Auf dem Block. So, Obelix. Wie der Römer das einfach zulässt. Also der Pirat. Woher sind ja wahrscheinlich Römer in Piraten-Outfit, ne? Ich meine, ich glaube, bezweifle mal, dass sie hier Piraten in einen Freizeitpark geholt haben. Oh, wow, da ist wieder Blinky, Inky, Dinky und Clyde. Ich weiß nicht. Inky, Blinky und Clyde. Und den vierten habe ich vergessen.
Ich nenne ihn Stinky. Oder Beefy. Aber warum gibt es jetzt Zombie-Römer, Alter? Das macht mir immer noch ein bisschen Angst. Was steht da? Merchandismus. Alles klar, Merchandise. So, ich gehe jetzt nicht speichern, denn der Part ist noch nicht vorbei. Ich hätte es nicht machen dürfen. Aber wenigstens mal wieder ein klassischer Fight ohne Kanone. 100 Römer! Easy. Bang! Oh, Leck. Ist gar nicht abgestürzt im letzten Part, ne? So wie es prophezeit habe. Dann passiert es bestimmt jetzt. So, bam, 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 bam. So, mit der Kombo ist es echt einfach. Also eigentlich. Na gut, hier kommen jetzt nicht so viele Römer, weswegen ich jetzt wahrscheinlich nicht so viele mit killen. Läuft. Nicht so viele mit killen werde. Boom. Zack. Oh, ihr komischen Zombie-Römer. Ihr könnt mich mal. Oh. Ach nö. Die Kombo ist mir zu kompliziert. Nein. Wartet, ich wechsle mal nochmal zu Asterix, der wird ja vielleicht einen Zaubertrank kriegen. Oh, vielleicht brauche ich doch mal ein Schild. Aha! Okay, ich brauche aber Fire. Ich verliere den Überblick. Oh mein Gott. Bams! Komm, nochmal Kombo. Jawoll. Und bald, Leute, kommt sie. Die Turbo und die Tornado-Kombo. Das wird so geil. Ihr scheiß Pac-Man-Gegner, ne? Ich hasse euch. So, du fettes Stück Scheiße, ne? Du hast jetzt nichts mehr zu sagen. Junge, verpiss dich. Jetzt schlag doch einfach zu. Dankeschön. Bams. Bams. Dummer Typ, ey. Ich habe nicht mal Zeit gehabt, einen Römer zu fragen, wo es hier leckeres Wildschwein gibt. Hier in diesem Scheißtopf, der hier rumsteht. Und hier noch einer. Da kannst du deine scheiß Wildschweine rausholen. Da, auch wenn ich schon voll bin, ich hole es mir noch mehr. Ich hole mir noch mehr. Ich kann das ab. So, einfach weiter. Piratenbucht, Pirateninsel, so ist bisher nicht so mein Glücksgebiet, ne? Muss ich ja mal ehrlich sagen. Da war ein Schild hinter. Cool. So, mit Obelix oder ohne Obelix? Ohne. Ohne. Ohne Obelix. Ah, okay. Ah. Oh, ein bisschen mit Zeit, oder? 100 Pro. Ja. Ups. Kann mich aber auch von denen treffen. Boah, du kannst ja gar nicht entkommen von den Dingern. Nicht so wirklich. Aber egal. Ich nehme die Schmerzen auf mich. Rekordaufstieg. Okay. Wir einwetten. Dass du aber rüber wetten kannst, ne? Das ist echt, echt krass. Okay, ich will mal kurz was gucken. Jetzt haben wir 3. Okay, die Tränen des linken Auges unter dem verlassenen Strand. Wahrscheinlich das ist die dritte Tür, die mir noch fehlt. Ich glaube, da war nämlich noch eine dritte Tür, ne? Ich hoffe es zumindest. Ah, kurz einen Schluck Eistee getrunken. Ich habe in letzter Zeit viel zu wenig Eistee getrunken. Sollte ich mal wieder ändern. Oh, war ja.
Oh ja. Okay. Okay, okay. Entweder habe ich den gerade so gekriegt oder ich habe es gut gemacht. Boom. So, der Ape brennt. Ape Crime. Ich hasse Ape Crime. Nein, ihr könnt Ape Crime gut finden. Ich habe Ape Crime tatsächlich mal geguckt. Bis mir dann irgendwann aufgefallen sind, dass die ganz schön abgehobene Spastis sind. Und dann habe ich es gelassen. So, einer fehlt mir noch hier, ne? Ich werd bekloppt. Unter dem verlassenen Strand. Hier ist ein Strand. Ich guck nochmal genauer. Und wenn nicht, müssen wir vielleicht weitergehen. Vielleicht ist er ja auch woanders. Also da hinten dann. Das ist natürlich möglich. Vielleicht kommt da hinten jetzt nochmal ein Strand. Aber ich meine, wenn es der erste ist, ist es eigentlich naheliegend, dass es hier auch irgendwo ist. Vielleicht, ach, hier kann ich speichern, okay. Da kann ich ja irgendwo runterspringen oder so. Oder da hinten. Gehört das schon zur Pirateninsel? Wahrscheinlich nicht. Tja, dann weiß ich auch nicht so recht. Also hier sehe ich auch keinen, ne? Ich kann ja gerne nochmal. Boah, habt ihr es gesehen? Ich habe es beim ersten Versuch geschafft. Das ist. Das ist wahrscheinlich die Sonne da oben. Das ist eine Flame da hinten. Ne? Ja. Das hier ist kein verlassener Strand. Nicht so ganz hier. Okay, sind fliegende Texturen. Nett. Das finde ich aber nett. Vielleicht ist auch der Strand einfach die Gemeinheit hier genannt, das Ganze. Vielleicht ist ja hier auch irgendwo einer. Ach, ist das langweilig, ist das langweilig. Nein, das Spiel ist cool, aber... Ne? Ihr wisst schon. Hier. Oh, guck mal. Da muss ich mich fallen lassen. Hier war doch auch noch die Bombe. Warte mal, da war doch irgendwo. Da gab es doch eine Bombe, die man hier schieben konnte. Wo war denn die nochmal? War die da hinten? Da muss ich vielleicht die Bombe da hinten hinbringen. Um den Boden zu sprengen. Aha. So, zack. Bäm. So hört sich das auch an, wenn ich morgens im Badezimmer meine Eltern begrüße. Morgen. Mein Gott, war der schlecht. So, ich weiß schon, dass mir jetzt wieder einige Römer den Weg versperren werden. Von denen wartet Obelix. Ah, ne, ist gar nicht Obelix. Das ist ein Rio. Ich dachte, das wäre Obelix. Wo ist ein Obelix überhaupt? Der hat sich einfach verpisst. Der kann ja wohl nicht angehen, aber Idefix ist mir treu geblieben. Da sieht man zwar wieder, Hunde sind besser als Menschen. Oder so. So, ihr dummen Stück Kurz, ne? Warum könnt ihr nicht wegbleiben? Mein. Oh, das spawnen echt immer neue. Ich muss irgendwie vorbeikommen. Mann! Boah, wie mache ich das denn? Die werden mich doch jetzt hier. Aua. Hä? Das ist wohl ein Scherz jetzt. Komm ich vielleicht einfach... Leute, die greifen mich da gar nicht richtig an.
Das finde ich gut. Sehr solidarisch von denen. Obelix, könntest du die vielleicht mal kloppen? Das wäre meine Idee. Dankeschön, Obelix. Zack! Ich glaube, das ist richtig. Jawohl! Jawohl! Boah, ich bin aber auch ein Held, du. Alles klar, Leute! Dann haben wir schon alle in Piratenversteck, genau. Im Piratenversteck. Und der Part ist gerade vorbei. Das passt ja wie angegossen. Und im nächsten Part können wir dann schön da bei Lord Monkey Fister in sein Verlies gehen. Und das wird cool. Also in Lord Monkey Fists Versteck gehen. Nicht in Lord Monkey Fists sein Versteck gehen. Das ist grammatikalisch falsch. Der Speicherpunkt war da hinten, ne? Genau. Boah, schön. Dann fehlt nur noch hier der Caesar Palace. So wirklich, ne? Weil hier können wir jetzt einfach so durchrocken. Das ist cool. Das ist schon cool. Kann man so nicht anders sagen. Boah, 80% haben wir schon. Sehr nice. Hier, zack, 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 zack. Und das noch. Haben wir tatsächlich auch beim ersten Mal 100%. Das finde ich gut. Also Leute, da ich aufschließen muss, würde ich schnell sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss. Oh.